Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Terraria und mit ein paar Änderungen, wie ihr schon seht, der wohl tollsten Änderung. Wir haben Besuch von Kati. Hallo. Yay, die sich extra für uns Terraria geholt hat. Und ja, die zweite Änderung, wir spielen mit einer anderen Welt. Wir spielen nämlich Planetoids, nennt sich der Spaß. Ja, klau mir ruhig das ganze Holz. Nein. Und wie ihr seht, ich zeig mal eben, die Welt hier ist einfach komplett rund. Und davon gibt's mehrere. Also so planetenmäßig ist das aufgebaut. Hier schweren überall, Vorsicht, verschiedene Planeten rum. Und ja, das ist. Ja, da kannst du runterfallen. Okay, gut. Also, das ist jetzt unser Startplanet sozusagen. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach an, irgendwie so ein bisschen eine Fläche zu schaffen, oder? Können wir machen. Also wir könnten uns hier, also hier oben ist noch ein Dämonenaltar, da können wir halt nicht unter weggraben. Das heißt, wir könnten hier so runter. Ach shit, da sind auch noch Dreckrückwände, das sieht doch scheiße aus dann. Dass wir so ein bisschen so eine Ebene haben. Ich weiß, wie man abbaut, oh mein Gott. Yay. Ja, sie ist nämlich noch komplett neu, was Terraria angeht. Und hast du eigentlich im Inventar, du hast auch nur Holz gekriegt, oder? Hast du noch... Nee, ich habe irgendwie ganz viel im Inventar. Hast du so Ahorn-Dinger gekriegt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich guck grad, ich habe irgendwie das Schwert, die Axt, Spitzhacke, die andere Axt, Holz, Ahorn, okay. Was ist das? Ja, genau. Ja, habe ich 6. Ah, okay. Dann pflanz mal hier hinten so ein paar Bäume. Weil wir haben sonst keine Möglichkeit, dass wir irgendwie an Bäume kommen. Dann baue ich hier hinten erstmal kurz soll weiter. Soll ich einfach raufklicken? Mhm, genau, also du musst die ausrüsten und dann mit Linksklick. Also. Ja. Du musst sie da oben auswählen. In deinem Menü. Ich weiß nicht, auf welcher Nummer die gerade sind. Ja, habe ich. Und dann mit Linksklick kannst du die setzen, glaube ich. Oder mit rechts, ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass man nicht mehr so hoch springen kann. Er will nicht. Er will nicht. Er will echt nicht. Oder doch, er will, oder? Habe ich das da gepflanzt gerade? Ich weiß nicht. Okay, dann kannst du die anderen auch noch pflanzen. Dann können wir nämlich ein paar Bäume kriegen. Ja, ich glaube, du musst 2 Felder Abstand oder so haben. So, dann haben wir hier schon mal so ein bisschen eine Ebene. Warte mal, dann fange ich mal an, uns ein paar Sachen zu craften. Zum Beispiel eine Workbench. Die habe ich auch schon. Wie, was? Du hast eine Workbench? Ja, ich habe hier irgendwie alles. Ich habe, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil du hast diesen Charakter ja gerade nicht neu gemacht, oder? Nö. Ah, okay, ja, weil du hast doch letztens schon mal gezockt. Ach so, okay. Ja, verwirrend. Okay, verwirrend. Hast du auch schon einen Hammer? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann komm mal hierher kurz. Dann kannst du nämlich dich da hinten an die Workbench stellen und einen Hammer herstellen. Und dann können wir hier den ganzen Dreck mal eben wegmachen. Und wie? Da drückst du einfach diese Taste, dass du in dein Inventar kommst. Okay. Ich glaube, Escape war es bei dir, ne? Ja, genau. Hast du? Ja, Hammer, ja. Müsste ziemlich weit unten sein. Damit kannst du dann nämlich diese Dreckrückwände hier hinten machen. Ah. Also vorausgesetzt, du hast noch genug Holz. Ich weiß nicht, wie viel Holz du gerade noch so bei dir trägst. Wundenhammer. Den, ne? Genau. Dann raufklicken. Okay. Ja. Und jetzt? Willst du auch noch einen? Ich hab einen. Deswegen, also damit kannst du diese Dreckrückwände hier, siehst du diese Rückwände, die ich jetzt gerade abbaue? Damit kannst du die abbauen nämlich. Okay. Damit das alles ein bisschen schicker aussieht. Okay. Ja, deine Zuschauer freuen sich bestimmt, wenn ich das hier so professionell mache. Na klar, was denkst du denn? Ich kann ja gar kein Terraria. Ich hab... Ach, das lernt man schnell. Guck mal, das ist die 3. Staffel und ich kann es inzwischen auch. Wow, dann fehlen mir ja nur noch 2 Staffeln. Ja, so kommen wir hier auch wieder hoch. Wie sieht's mit deinem Bäumchen aus? Die gedeihen. Okay. Klein, aber sie tun's, glaube ich. Ja, Holz wäre nämlich mal was Feines, weil ich habe kein Holz mehr. Wir könnten aber... Hast du noch Holz? Dirtblocks habe ich. Workbench habe ich. Okay. Ich glaube nicht. Dann lass uns mal hier... 16 habe ich noch, doch. Lass uns mal hier so runterbauen.
Also, weil jeder Planet hat in der Mitte eine Truhe. Okay. Und ich weiß, das ist der Anfangsplanet, nämlich da nicht. Also, genau, komm hier mit rein. Ups. Da oben wollen wir nachher Häuser bauen. Okay. Ich weiß nämlich, dass dieser Planet dann hier nämlich noch unten nachher Holz hat. Und ich glaube sogar, ach, eigentlich wären auch Fackeln schön, aber wir haben noch keine Slimes oder so gefunden. Es wird gerade ziemlich dunkel, nämlich. Ja, so ein bisschen. Hast du noch so eine Blöcke? So eine, also Holz, hast du noch Holz? Ja, ich habe noch 16 Brut. Drück mal Escape, dann kannst du nämlich aus dem Holz so eine Plattform machen. Plattform. Ah, genau. Wood-Plattform, oder? Genau, davon machen wir ein paar und dann kannst du hier so eine Leiter hochmachen für uns, dass wir hier wieder hochkommen. Okay. Oh Gott, ey, wie ich hier überfordert werde. Stopp! Hör auf, ich muss erstmal gucken, was ich hier mache. Okay. Ja, es ist auch gerade ziemlich dunkel. Ich glaube, die Leute sehen jetzt gerade eh nichts mehr. Wie platziere ich die denn? Die will nicht. Platzier mal über deinen Kopf genau eine. Habe ich die jetzt platziert? Nee. Mit Linksklick machst du es einfach. Ja. Mach mal über dir. Du musst über dir machen. Das geht nämlich nicht da, wo du stehst. Das geht nicht. Doch, jetzt. Ah, jetzt hast du es. Genau. Gut. Ah, ja. Jetzt okay. Immer so weiter. Yay. Ach so, weil ich klick dich immer an. Daher wollte das. Okay. Platzier es. Das platziert aber auch nur, wie es Bock hat. Ohne Scheiß. Das ist voll doof. Juhu. Das Ding. Ein noch, dann schaffen wir es, glaube ich, raus. Das ist verarscht. Ja, komisch, dass noch gar keine Slimes kommen momentan, weil wir brauchen Slime, damit wir uns Fackeln herstellen können. Der will das nicht platzieren. Doch, zu hoch. Du musst noch einen hier drüber machen irgendwie. Mach doch einfach genau über deinem Kopf. Hab ich doch. Ah, okay. Juhu. Das ist voll schwer. Das will manchmal nicht, echt nicht. Es sollen mal Slimes kommen, ich brauche Fackeln. Hab ich Fackeln? Gucken. Nee, ich glaube, Fackeln hast du jetzt nicht noch. Woher? Weiß nicht. Musst du die irgendwo geklaut haben. Obwohl, Moment, wir haben ja einen Händler. Ich kann mir aber Fackeln herstellen. Ach shit, aber wir haben kein Geld. Ich kann mir Fackeln herstellen. Ich weiß ja, nicht, wodurch. Woher hast du denn Slime? Keine Ahnung. Dann mach mal ruhig. Willst du die haben? Ja, ich glaube, weil ich habe ja jetzt letztes mit deiner Welt gespielt. Mhm. Und schmeiß mal rüber. Die ruhig. In die Luft gefeuert. Okay. Danke. Und als sie bei mir in die Luft geflogen ist, habe ich also eingesammelt. Ui, da hast du ja richtig viele Fackeln sogar am Start gehabt. Ja, ich okay, habe deine Welt gern hier gemacht. Ja, da warst du, glaube ich, nicht die Einzige, die das gern gemacht hat. So, jetzt kommt als nächstes erstmal Stein. So, hier wird es sogar wieder hell. Okay. Warum wird es jetzt hier wieder hell? Weil hier keine Dreckrückwände sind. Okay. Das heißt, wir können hier gerade irgendwie einfach durchschauen. Ich weiß, dass unten gleich noch auf jeden Fall eine Schicht Holz kommt und dann muss irgendwo in der Mitte dann eine Truhe kommen, wo irgendwie so ein paar Items zumindest schon mal drin sind. So ein paar Basis-Items. Warte okay. Mal, wieso machst du das jetzt drei breit? Weiß nicht, ich zwei reicht. Intuition. Muss doch breiter sein hier. So, jetzt musst du die Axt nehmen, weil jetzt ist das Holz. Okay. Also du brauchst eigentlich halt eine Spitzhacke, eine Axt und einen Hammer, damit du alle Sachen so abbauen kannst. Okay, ich versuche mir zu merken, also es ist im Endeffekt auch so ein bisschen Minecraft-ähnlich. Ja, außer dass die Sachen halt nicht kaputt gehen. Ach so, cool, okay. Also siehst du ja, wir können ja jetzt die ganze Zeit schon damit umher eiern, ohne dass irgendwie was kaputt geht. So, ich glaube, gleich haben wir es geschafft. Vielleicht müssten wir in der Mitte von diesem Planeten sein, genau. Also da ist keine Lava, so wie in echt, sondern... Wie jetzt? Einfach hier? Nur eine Voll Kiste. Unrealistisch. Aber es gibt doch auch Lava. So, warte. Ja, es gibt auch Lava. Es gibt auch, glaube ich, sogar Lava-Planeten. Also ich habe die Map auch selbst halt noch nicht weiter gezockt. Ich habe nur mal so ein bisschen den Anfang mir angeschaut. Ja. So, da ist die Kiste. Ich finde das voll komisch, dass die Männchen hier nicht mit den Dings laufen. Matt. Mit den Pfeiltasten.
Achso, das kannst du dir auch zur Not einstellen, glaube ich. Achso, ja gut, brauche ich ja nicht. Spielst du Team Fortress auch immer da mit den Pfeiltasten? Nee, nie. Ich spiele nie was mit den Pfeiltasten. Bloß ich hatte gerade meine Tastatur irgendwie so zu liegen, dass ich jetzt am schnellsten Pfeiltasten rankam. Hier, das kannst du mal nehmen. Das Herz habe ich dir jetzt gegeben. Ja, weiß. Ich nehme dafür das Mana, beziehungsweise, nee, warte mal, hier, das kannst du auch nehmen. Jetzt öffne mal dein Inventar. Ist offen. Dann kannst du, nimm mal das Herz in die Hand, also mit Linksklick. Ja. Und dann klick mal einfach irgendwo auf dem Bildschirm hin. Dann müsstest du eigentlich... Genau, jetzt hast du 20 Energie mehr. Ah, okay. Und das kannst du auch mit dem Mana-Kristall machen, dann hast du auch noch Mana. Hey, ein Mana-Sternchen. Nice. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Indem wir... Moment, am besten mache ich das einfach diesmal. Ja, gute Idee. Indem wir so ein paar wooden Plattforms hier wieder ranklatschen. So. Zack, zack, zack. Siehst du, also, ist doch gar nicht so schwer. Doch, das war schwer. So. Das wollte bei mir nicht. Okay, jetzt kommen wir wieder nach oben immerhin. Wir könnten uns überlegen, ob wir... Ja, ich würde sagen, wir bauen Steinhäuser, oder? Willst du so eine... ein Holzhaus bauen? Nö, wir können auch gerne Steinhäuschen bauen. Ja, sieht meistens eigentlich am schicksten aus. Dann baue ich hier mal so ein Ding hin. Huch, was hast du da jetzt hingebaut? Grey Brick Wall. Alles noch aus meiner Welt, wa? Ja. Mann, Mann, Mann. Entschuldigung. Alles mitgehen lassen. Ich habe auch noch Mushrooms, wenn du willst. Mushrooms. So, ich habe eine Menge Dreck. Ich habe auch irgendwie Samen und so einen Scheiß bekommen. Ich will... Ach, ich hätte eigentlich die Truhe gleich mal mitnehmen können. Ich hole die mal eben. Ja, ich will jetzt Bäume pflanzen gehen. Wie sieht's aus mit deinem Bäumchen eigentlich? Weiß nicht, die verkümmern da irgendwie so ganz gechillt. Ist schlecht. So, ich glaube, dann bräuchten wir ein bisschen Steine noch. Ich ernte mal noch ein bisschen Steine. Kann ich die denn abbauen nochmal? Oder dass die kaputt gehen? Weiß ich nicht genau. Warte mal, ich habe keine mehr. Also pass auf, weil wir können halt sonst keine Bäume mehr. Sie gehen kaputt. Okay. Also ich meine, wir haben ja hier unten noch ein bisschen Holz drin, notfalls. Ja. Aber wir können halt keine Bäume sonst anpflanzen irgendwie. Es gibt aber, vielleicht gibt es auch Holzplaneten. Keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall Sonnen, das weiß ich, die dann halt lavamäßig sind. Okay. Das wird interessant. Ja. Ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Weil so. Ich hab jetzt nochmal eine normale dritte Staffel wäre, glaube ich, irgendwie ein bisschen lahm. Ja, ich weiß nicht. So viel Terraria habe ich nicht geguckt, aber... Nee, das stimmt. Das stimmt, das weiß er. Stoneblock habe ich, cool. So. Seht ihr wohl, Bakati schon fleißig. Ja, wenn du jetzt noch diese Lücken da wegkriegst, dann bin ich stolz auf dich. Oh. Was brauchte man denn für diese Stoneblock? Huch, was machst du da? Ich weiß nicht. So. Wie kriegt man denn die Lücken weg? Ich bin gerade am Schauen. Ich kann nur Dirtwall und Stonewalls machen. Wieso kann ich denn noch keine Bricks? Braucht man da einen Amboss für? Dirtblock habe ich, Stoneblock habe ich. Grey Brick habe ich. Ja, ich will eigentlich nicht so ein scheiß Steinhaus, weil die sehen kacke aus. Aber es wird auch Nacht gerade. Ja. Wie kriege ich denn da die Dinger weg? Welche jetzt genau? Die Lücken, die du da bemäkelst. Ach so, ja, da hättest du halt noch mehr Dinger hinmachen müssen. Noch mehr Rückwände. Ach so. Ja, wir bräuchten irgendwie sowas wie Eisen oder so, damit wir einen Amboss und so weiter herstellen können. Ich verstehe gar nicht, Stone? Ich dachte immer, man braucht eigentlich nur halt diese Steinblöcke, damit wir die Bricks herstellen können. Aber wir können ja den Guide fragen, der Guide ist ja so allwissend. Welcher davon ist der Guide? Der Guide ist der Berserker 66. Der hat aber einen schönen Namen. Ja, der... hat den Namen von dem Ersteller der Mod hier. Okay. So, Stonewalls. Greybrick brauche ich nur 2 Stoneblöcke für. Ja, wo ist das Problem? Habe ich doch. Hä? Check. Was ist? Was denn? Dieses Ding hier? Das ist der Dämonenaltar. Brauchen wir wofür? Später, um Endgegner und so weiter zu beschwören. Okay. Ja, ich habe hier uns eine schöne Brücke hingebaut. Mann. Ich bin jetzt irgendwie trotzdem verwirrt, weil ich checke nicht, warum ich diese Stonebricks nicht herstellen kann.
Was braucht man denn dafür? Ja, eigentlich ja nur die Steinblöcke. Ach, einen Ofen brauchen wir dafür, siehst du wohl. Ich will auch gucken, ob ich einen Ofen kann. So einen Ofen. Workbench. Was brauchte man nochmal für einen Ofen? Auf jeden Fall 5 Fackeln. Und wahrscheinlich Holz, das fehlt mir wahrscheinlich. Wo kann man denn den Ofen? Holz habe ich auch noch. Hast du noch ein bisschen Holz? 24 noch, ja. Kannst du mir ein bisschen was geben? Ja. Wie viel ist das jetzt? Oh, 24. Alles. Okay. Dann baue ich uns nämlich erstmal einen Ofen. Gott sei Dank, mach das nicht auf. Das wäre peinlich. Ja, das war aber jetzt auch ein bisschen peinlich, dass ich nicht wüsste, wie ich diese Graybix herstelle. Oh, kein Hasen mehr. Ich hab den Hasen getötet. Oh, warum tust du das, du Monster? So, also sie will scheinbar so ein großes Haus hier sich bauen. Okay. Du kannst ja hier einen Holzfußboden legen, wenn du magst. Warte, da. Ja, ich versuch's. Dann sorgst du dafür, dass wir einen schönen Fußboden haben. Und ich zimmer uns hier die Wände hoch. Mein Gott, was für Teamarbeit. Ich bin stolz auf uns. Kannst mal sehen. Ups, ach, du hast die Rückwände ja schon platziert. Genau, muss ich gar nicht mehr. So. Ach, jetzt habe ich schon wieder eins zu niedrig platziert. Muss ich das Holz irgendwie noch umarbeiten? Nee, das kannst du jetzt einfach so hinpacken. Ah, ich glaube, ich baue noch mal einen höher. Aber ich finde das komisch. Warum will... Achso. Du musst immer, also du kannst jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt hier stehe, kann ich jetzt nicht da unten links was hinplatzieren. Du musst schon. Achso, ich muss immer recht nah dran stehen. Ein bisschen in der Nähe sein, ja. So. Ah, Vorsicht, jetzt hast du da ein zu viel platziert. Ja, ich seh. Musst du mit der Axt wieder wegmachen dann. Genau. So, dann packe ich dir mal hier ein bisschen Licht hin. So. Dankeschön. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar mehr Rückwände und wir brauchen vor allem Holz. Ist aber ziemlich klein, unser Haus. Also, findest du nicht? Ja, das wird noch ausgebaut. Das kriegen wir schon noch hin. Gut, ich würde mal sagen, für die erste Folge war es das aber auch schon. Wir sind nämlich schon bei 17 Minuten. Dann habt ihr schon mal so einen kleinen Eindruck hier bekommen. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann mal ein bisschen Holz sammeln und vielleicht auch nach den nächsten Planeten Ausschau halten, oder? Ja. Klingt nach einem Plan. Okay, Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Part zu bewerten, das neue Projekt hier ein bisschen zu pushen. Yay. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.